Tag, liebe Freunde der Galerie von Hirschheid. Ich möchte Sie heute auf einen Rundgang begleiten durch unsere aktuelle Ausstellung Erotic Art. Wenn wir überlegen, dass in der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert das Thema Nacktheit erstmals bei Künstlern und Intellektuellen zu einem großen Lebensthema wurde, wir denken zum Beispiel an den Monte Verità im Tessin, dann ist es ein weiter Weg gewesen bis heute. Das Thema Nacktheit ist in den 70er Jahren groß aufgekommen, wieder im Zusammenhang mit der sexuellen Revolution. Und heute ist es wieder ein Thema, denn Nacktheit und Nacktes bekommt schon wieder Schwierigkeiten. Denken wir nur an verschiedene Zensurbemühungen von großen amerikanischen Firmen im Internet. Deswegen ist es uns ein Anliegen gewesen, diese Ausstellung zu machen, wo verschiedene Künstler auch aus verschiedenen Teilen der Erde uns ihre Bilder geschickt haben und ihre Gedanken zu dem Thema. Der erste Künstler, den ich Ihnen vorstellen möchte, ist Francesco Petrollo. Francesco Petrollo kommt aus dem Norden von Italien, aus der Stadt Brescia in der Nähe des Gardasees. Brescia ist eine Stadt, die ein großes kulturhistorisches Erbe hat, nicht nur ein lombardisches, sondern auch natürlich das römische. Insofern ist es nicht ungewöhnlich, dass er das Thema unserer Ausstellung heute in ganz klassischer Weise auffasst, in Form dieser kleinen Plastiken, die ich Ihnen hier zeigen möchte. Das erste hier ist der geflügelte Gott Eros in der Form eines Knaben. Die zweite Plastik nimmt dasselbe Thema auf. Auch hier sehen wir wieder den geflügelten Gott Eros in Form eines Knaben, der auf beiden Armen zahlreiche Tauben trägt. Die Tauben sind nicht nur ein Symbol der Freiheit, sondern auch ein Symbol der Liebe. Die dritte Figur zeigt uns einen Flamingo, also einen rosa Vogel, auf dessen Rücken sich ebenfalls ein Putto tummelt. Diese Kohlezeichnung hier hinter mir ist von dem russischen Künstler Dmitri Naida. Man sieht ihm an, dass er aus der St. Petersburger Schule der Kunstakademie kommt. Es ist eine sogenannte Akademie, das heißt eigentlich ein Übungsblatt, mit dem Künstler die Anatomie zu zeichnen lernen anhand eines Modells. Es ist kein Wunder, dass dieses Blatt so einen extremen Realismus aufweist, denn die St. Petersburger Kunstakademie ist bekannt durch ihren großen Lehrer und Maler Ilja Repin, den Hauptvertreter des russischen Realismus. Das Bild hinter mir ist von dem bekannten Berliner Maler Gerd Neuhaus. Sie haben seine Arbeiten sicher schon gesehen an den vielen Hauswänden, die er bemalt hat hier in Berlin. Zum Beispiel die Hauswand mit dem Flugzeug, an einer Firmenzentrale oder in der Nähe des Schlosses, der große Tanker, der durch den Reißverschluss kommt. Aber Gerd Neuhaus ist auch ein großartiger Maler und vor allen Dingen ein großartiger Zeichner. Ein Beispiel für seine kleineren Arbeiten sehen wir jetzt hinter uns. Es ist die Darstellung einer jungen Frau, deren Glieder extrem in die Länge gezogen sind. Also es ist hier eine absichtliche, nicht anatomisch richtige Darstellung gewählt, die dem Bild eine gewisse Stilisierung verleiht. Das kommt auch zum Ausdruck durch die Hand, die die Frucht trägt, und die Pflanzen hinter der jungen Frau, die fast eine Jugendstil-Anmutung haben. Auch das Blatt hinter mir ist von Gerd Neuhaus. Aber wir sehen hier eine Acrylskizze, ähnlich einer Ölskizze, die sehr expressiv ist, mit breitem Pinsel relativ rasch hingeworfen, sodass wir hier den Ausdruck von einer besonderen Spontaneität haben. Wir sehen aber auch hier die besonderen Vorlieben des Künstlers, der hier auch die Gliedmaßen der Frau künstlich verlängert hat, um den Ausdruck zu steigern.
Das Blatt hinter mir ist eine meisterhafte Zeichnung von Gerd Neuhaus. Gerd Neuhaus war viele Jahre lang der Leiter der Zeichenklasse in der Hochschule der Künste hier in Berlin. Hier sehen wir einen surrealistischen Frauenakt von ihm mit den mehreren Brüsten und der Schnürung. Erinnert er uns fast ein bisschen an die erotischen Fantasien von Dalí. Das Bild hinter mir heißt Herr Gregor Federkranz und ist von dem Hamburger Maler Steve Meyer. Es zeigt uns die frontale Ansicht eines jungen Mannes fast in Lebensgröße. Das Besondere an diesem Bild ist, wenn wir näher hinschauen, dass die Figur hier im Bereich des Bauches oder auch im Gesicht Schichten ihres Körpers offenlegt. Und zusätzlich hat sie, wie der Titel ja auch schon sagt, einen Kranz von bunten Federn um sich herum. Wir können also hier davon reden, dass es sich um ein Bild des fantastischen Realismus handelt. Der Realismus in diesem Bild springt uns hier in besonderer Weise an durch die sehr detailliert gemalte Körperbehaarung. Wenn man näher an das Bild herangeht, dann sieht man erst, mit welcher Akribie hier der Maler vorgegangen ist. Das ist wohl auch das Hauptthema dieses Bildes, denn Behaarung hat natürlich einen großen erotischen Reiz auf viele Menschen und man hat das Gefühl, man möchte einfach mit der Hand über das Bein streichen, um dieses zu erfahren. Diese beiden Bilder sind ebenfalls von Steve Meyer. Sie sind mit Buntstiften gemalt und stellen eigentlich Vorzeichnungen dar für seine großen Ölgemälde. Wir sehen hier, dass er das Thema des Federmanns variiert hat und verschiedene Körperposen ausprobiert. Allerdings sind die Zeichnungen so ausführlich ausgearbeitet und so detailliert, dass sie selbst als eigene Werke gelten dürfen. Das Bild hinter mir heißt Frühlingserwachen und ist von dem Berliner Maler Thorsten Schindler. Wir sehen hier eine junge Frau mit Flügeln wie ein Schmetterling. Das Bild zeigt deutliche Einflüsse der Pop-Art und der Street-Art. Hinter uns sehen wir ein Foto des Berliner Fotografen Michael Pflesterer. Das Bild heißt Die Liebenden und ist ein Foto von einem Paar, das wir aber hier gar nicht sehen. Der Fokus liegt hier auf einem extremen Ausschnitt, vor allen Dingen auf den Händen und auf den stark behaarten Unterarmen des Mannes. Es zeigt uns hier ähnlich wie das Bild von Steve Meyer ein ähnliches Thema, denn hier geht es um die Erotik der Behaarung und der Hand, die diese Behaarung spürt. Hinter mir sehen Sie ein Werk des Berliner Fotografen Michael Pflesterer. Es ist eine Konzeptarbeit und bezieht sich einerseits auf den neuen Film der Künstlerin Pauline Curnier-Jardin, die dieses Jahr dafür den Preis der Nationalgalerie erhalten hat, und zum anderen auf den klassischen Film von Jean Genet, dem einzigen Film des Schriftstellers, der aber für die Kunstgeschichte und auch für die Filmkunst sehr einflussreich war. Die junge Künstlerin hat den Filmstoff aufgegriffen, indem sie den ursprünglich nur mit Männern besetzten Film mit älteren Frauen besetzt hat. Dieses Werk hinter mir spielt nun darauf an, indem es einerseits an den alten Film erinnert, daher die Memories, aber auf der anderen Seite jeweils korrespondierende Tableaus aus dem neuen und alten Film bringt, sodass es hier wie im Spiel Memory Paare von Bildern zu suchen gibt. Unser Künstler, der die Bilder hinter mir gemacht hat, heißt Markus Tiax. Er ist Fotograf, Medienkünstler, Filmer, Produzent und Regisseur. Und es gibt diese Bilder ursprünglich in Form dieser kleinen Klötzchen. Sie sehen nicht zufällig aus wie Spielklötzchen aus Holz, wie man sie als Kind gerne benutzt hat, sondern er spielt hier an mit diesen vielen Fotos auch auf dieses spielerische Element. Man kann die Klötzchen, von denen es über 100 Stück gibt, in verschiedener Form immer wieder neu arrangieren. Hinter diesen Fotos steht eine besondere Geschichte, nämlich eine Liebesgeschichte. Der Künstler hat sich in einen jungen Mann verliebt
und hat ihm einige fantasievolle Fotos von sich geschickt. Leider hat sich die Liebe in der Realität nicht realisieren lassen. Aber die Idee war geboren und so hat er bisher schon weit über 100 dieser sehr fantasievollen Fotos produziert. Ein Pissoir in einer Ausstellung? Diese Frage hat man sich auch schon im Jahre 1917 gestellt, als der Künstler Marcel Duchamp unter einem Pseudonym Armat dieses Werk eingereicht hat bei der großen Ausstellung der Society of Independent Artists. Die Idee hinter dieser Ausstellung war, den Amerikanern die dort noch unbekannte europäische moderne Kunst nahezubringen. Und man hatte einen sehr demokratischen Ansatz, denn jeder konnte dort zwei Werke ausstellen, wenn er die Eintrittsgebühr bezahlt hat. Es gab keine Kuratierung und keine Auswahl. Trotzdem wurde dieses Werk abgelehnt, weil man es nicht als ausstellungswürdig betrachtet hat. Das hat natürlich einen Skandal ausgelöst, umso mehr, als der berühmte Fotograf Stieglitz das Werk in seiner Galerie ausgestellt hat und dort auch ein Foto angefertigt hat. Ironie der Geschichte: Das Foto ist das einzige, was uns von diesem einflussreichsten Kunstwerk des 20. Jahrhunderts geblieben ist. Denn der Aussteller Stieglitz hat das Klo nach dem Ende seiner Ausstellung einfach auf den Müll geworfen. Das Werk des Medienkünstlers Markus Thiax, das wir hier hinter uns sehen, spielt genau darauf an, denn es bildet das Originalklo hier als Foto im Foto ab. Der Witz an diesem Pissoir ist, dass es auf den Kopf gestellt ist und somit eigentlich seiner Funktion beraubt. Das ist die eine Ebene des Bildes und die Anspielung auf die Kunstgeschichte. Die andere Ebene ist, dass wir hier eine Szene sehen, wie sie in den früheren Zeiten häufig auf den öffentlichen Bedürfnisanstalten vorgekommen ist. Denn die waren ein beliebter Treffpunkt für schwule Männer zu einer Zeit, wo Sex unter Männern verboten war. Ironischerweise sind aber hier nicht zwei verschiedene Personen abgebildet, sondern der Künstler ist hier mit sich selbst abgebildet. In einer Ausstellung, in der es um Erotik geht, geht es natürlich auch vor allen Dingen um Körperbilder. Wie wird Körper erfahren? Wie werden Körper abgebildet? Wie werden sie gezeigt? Wir sehen hier von dem Künstler und Maler Gustav von Hirschheid zwei recht gegensätzliche Beispiele. Einmal sehen wir hier das fantastische Bild, das ich in der Hand habe, mit einer klassischen Rückenansicht. Es heißt Freier Fall und zeigt uns hier eine Figur, die durch Wolken zu stürzen scheint. Das Bild hinter mir hat den Namen Fetisch und hat als Thema die Tätowierungen. Tätowierungen sind ein Mittel der Individualisierung, der Selbstvergewisserung und haben einen besonderen Reiz, nicht nur durch ihre besondere Ästhetik, sondern auch durch ihre Auslöschlichkeit und durch die enge Verwebung des Bildwerks mit der Biografie des Trägers. Hier haben wir ein Bild des Künstlers Mike Shepard. Er ist Amerikaner und zeigt uns hier eine moderne Interpretation der Art Trouvée, also der aufgefundenen Kunst. Genau wie Marcel Duchamp produziert er die Fotos, die wir in diesem Bild sehen, nicht selbst, genauso wenig wie die Zeichnungen, sondern stattdessen findet er sein Material in den Weiten des Internets und kombiniert es mit einem Fotobearbeitungsprogramm zu neuen Bildern mit neuen Aussagen. Hinter mir sehen wir vier Männerakte. Sie sind von dem Berliner Maler Stefan Schlitter. Er ist ein großer Fan der Karibik und nimmt deswegen in seinen Bildern besonders gern starke Farben und exotische Formen auf. Er malt mit besonders stark verdünnten Ölfarben, die fast lasierend wirken. Hier sehen wir eine andere Seite des Künstlers
Elias Tobares aus Argentinien. Wir kennen ihn vor allen Dingen für seine fantasievollen Zeichnungen. Hier hat er uns Fotokollagen mitgebracht mit vorgefundenen Bildern. Er spielt hier in dem Werk hinter uns an auf die Erotik von Blüten. In diesem Bild zum Beispiel zeigt er uns den Orgasmus als Atomexplosion. Ein weiterer Künstler aus Argentinien ist Patroklos. Patroklos hat eine kunstgeschichtliche Ausbildung und das sieht man natürlich auch in diesem Bild ganz deutlich. Es ist insofern eine Besonderheit, weil es sich um einen Linolschnitt handelt. Den Linolschnitt kennen Sie vielleicht aus der Schule als Schularbeit oder auch von den Expressionisten. Das Besondere an diesem Linolschnitt ist aber, dass die Linien hier in schwarz gehalten sind und nicht wie bei den meisten Linolschnitten in weiß. Das trägt bei zu dem besonderen Charakter des Bildes. Der Künstler fertigt Zeichnungen an nach dem Modell und im zweiten Schritt erfolgt dann der Linolschnitt, der eine Vereinfachung der Linien und der Formen darstellt. Hier wird ein klassisches Motiv eines liegenden Aktes aufgegriffen, den wir so aus der Kunstgeschichte schon häufig gesehen haben, zum Beispiel bei Darstellungen der Grablege aus der Renaissance. Wir sehen hier Fotowerke des Künstlerpaars Klamm-Radke. Er ist Fotograf, sie ist Designerin und das sieht man in Bildern auch deutlich an. Es handelt sich hier um gelayerte Werke, bei denen verschiedene Fotografien übereinander kopiert sind. Recht klassisch ist die Auffassung des Aktes hier oben, der an eine Diana erinnert. Wir sehen hier drei kleine Werke der Künstlerin und Zeichnerin Regina Hickel aus Berlin. Die Motive sind besonders zart und fein in der Linie. Das liegt daran, dass es sich hier nicht um normale Bleistiftzeichnungen, sondern um Silberstiftzeichnungen handelt. Tatsächlich, mit einer Mine aus Silber kann man auf dem geeigneten Malgrund einen sehr zarten grauen Strich erreichen, der in wunderbarer Weise mit den Motiven korrespondiert.